Nach einem halben Jahr kommt Jeremy Kimble wieder ins Spiel. Zuletzt hat er in Ostrava im Schwergewicht gegen Thomas Namo triumphiert. Aber dieses Mal steht ihm der deutsche Liebling Hatef Moel gegenüber. Kimble hat auf seinem Konto mehr Kämpfe. Der Grizzly aus Colorado hat 18 Mal gewonnen und ist ein UFC-Veteran. Bei Octagon wird er bereits zum 5. Mal antreten mit einer bisherigen Bilanz von 3 Siegen und nur einer Niederlage. Kimble hat es geschafft, 13 Kämpfe mit seinen harten Schlägen vorzeitig zu beenden, also durch K.O. Auch Moel beendet die meisten Kämpfe vorzeitig. The Boss, wie er sich nennt, hat auf seinem Konto 12 Siege und nur 4 Niederlagen. Er möchte seine Reihe von 8 Siegen auf 9 Siege erweitern und wenn er es schafft, wird er zum Titelherausforderer. Denn im Kampf Kimble vs. Moel geht es darum, wer der Titelherausforderer im Schwergewicht bei Octagon MMA wird. So, und hier haben wir den nächsten deutschen Publikumsliebling, Hatef Boss Moel aus Düsseldorf. Der gebürtige Iraner kommt aus dem Ringen und hat bei der letzten Octagon-Event-Ausgabe in Frankfurt eine wahrlich dominante Leistung gezeigt. Er hat seinen Gegner damals einfach platt gerannt, so wie er es mit fast jedem Gegner tut, den er vor die Fäuste kriegt. Denn er ist einfach eine unaufhaltsame Kraft und jeder weiß, dass er mit vernichtenden Takedowns und Ground and Pound seine Gegner finisht, aber bislang hat noch keiner ein wirkliches Rezept dafür gefunden. Und Hatef natürlich auch eine absolute Erscheinung mit ca. 118 Kilogramm, die er auf die Waage bringt. Ein echtes Schwergewicht, was wir hier haben. Wir sehen hier seinen Trainerstab, Ivan Hippolyt aus dem UFD-Gym, Babak Nejad und Manager Ivan Djakovic aus dem UFD. Hier gibt es nochmal die letzten Instruktionen. Und dann wird der Boss in den Cage steigen. Hier gibt es noch mal etwas Vaseline auf die Augen. Und liebe Zuschauer, jetzt heißt es nicht blinzeln, denn bei den Schwergewichten kann es schnell gehen. Da kann ein Schlag die absolut vernichtende K.O.-Wirkung haben. Der Boss wird hier noch mal durchgecheckt vom offiziellen Gerd Richter. Mondschutz ist drinne und Hatef ist ready. Ja, also ich meine, der ringt schon seit er klein ist und Hatef hat das einfach in die Wiege gelegt bekommen, aber jetzt kommt hier sein Gegner, der Jeremy, der Grizzly, aufgrund seiner haarigen Erscheinung, Kimble. Also er ist kein natürliches Schwergewicht, hat ganz früher Mittelgewicht gekämpft, ist dann hoch auf Light Heavyweight gegangen und sah aber zuletzt auch im Schwergewicht gegen den Norweger Thomas Namo sehr gut aus. Also man muss sich vor der Punching Power und vor den Low Kicks von diesem Mann wirklich in Acht nehmen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Hatef Moel direkt wie ein Güterzug nach vorne marschieren und ihn auf den Boden bringen möchte. Erinnert mich auch ein bisschen an Roy Nelson irgendwie. Ja. Roy Nelson auch immer so ein Kämpfer im Schwergewicht, hat Bauch gehabt, eine Plauze. Dachte immer so, ja, was hat der mit Kämpfen zu tun? Ja. Aber dann BJJ Black Belt, guter Striker, guter Boxer, hat gegen Top-Leute gekämpft. Und auch wenn er jetzt im ersten Moment nicht so aussieht, als wäre das eine harte Maschine. You never know, in diesem Sport kann alles passieren und der steht nicht ohne Grund gegen Hatef im Cage. Ja, also in diesem Sport kriegt man sehr schnell beigebracht, vor allem im Schwergewicht, dass man Leute nicht aufgrund ihrer Erscheinung beurteilen sollte. Und da ist Jeremy Kimble natürlich eines der besten Beispiele, die wir da haben, denn
Er sieht aus, als würde er abends noch gemütlich in seiner IT-Runde da irgendwelche Algorithmen programmieren und Bier trinken. Und Bier trinken. Aber dieser Mann hat es faustdick hinter den Ohren. Und man sagt ja immer so, schön, Styles make fights. Und deswegen, weil das eine super spannende Ergänzung ist, bin ich jetzt wirklich gespannt auf das Resultat dieses Matches. Hier sehen wir beide noch mal im direkten Vergleich. Leichter Größenvorteil bei Hartev. Beide fast exakt schwer, exakt gleich schwer. Und auch die Wetten sind relativ ausgeglichen. Ähnlicher Erfahrungsschatz, aber der ehemalige Co-Main Event of the Evening. Next contest is a heavyweight bout that is scheduled for 3 5-minute rounds. Let me introduce you both fighters and we will start in the blue corner. He is 36 years old, stands 192 centimeters tall, weighing and 115.4 kilos. Represent UFD gym and the coaches in this corner are Baba Gnežat, Ivan Hippolyt and Ivan Diakovic. With a professional record of 16 fights, 12 wins, 8 in a row, and 4 losses. Representing Neruda Cup team Chili Bats and fighting out of the Germany, Hartev, the boss, Moel! In the red corner, he is 31 years old, stands 183 centimeters tall, weighing at 115 kilo, represents Chingitai Slaughterhouse, and the coach in his corner is Ernest Kimball. With a professional record of 27 fights, 18 wins, and 9 losses. Fighting out of USA, Jeremy Grizzly Kimball! Das merkt es auch Jeremy Kimball, dass man es als ausländischer Kämpfer gegen deutsche Publikumslieblinge hier kein einfaches Spiel hat. So, ich bin gespannt. Yes. Also Jeremy Kimball nicht zu unterschätzen, ehemaliger UFC-Athlet. Und wir haben es schon angesprochen, der hat rechte Schwinger und Kicks und wow, es war hart, der stürmt hier nach vorne. Jawohl. Pressure, Overhand und dann zum Double. Es war zu erwarten, dass Kimball hier mit den Low Kicks auspackt. Oh, als hätte ich es angehört. Direkt hier Overhand im Vorwärtsgang wieder. Hartev macht das gut, pinnt seinen Gegner hier erstmal, damit fängt er üblicherweise seine Kämpfe an. Und als nächstes wird er wahrscheinlich den Takedown suchen, wenn den Jeremy Kimball nicht verteidigt bekommt, aber es ist einfach unsagbar schwierig, so einen Takedown von Hartev aufzuhalten, denn knapp 120 Kilo mit so viel Ringererfahrung, da ist einfach nicht mehr viel auszurichten. Also da kann selbst der erfahrenste UFC-Kämpfer muss da wirklich beachtliche Takedown-Sprawl und Skills haben, damit er hier einen Takedown von Hartev abwehren kann. So, der arbeitet hier weiter mit kurzen Schlägen. Und Hartevs Trainer Baba Gnežat hier in der Ecke gibt ihm hier Instruktionen. Das ist auch der Ringertrainer von Alistair Overeem, Matthews und George St. Pierre. Also wirkliche Prominenz, die er hier in der Ecke hat. Kimball versucht es in den kurzen Schlägen, aber jetzt hat er das Bein ausgestreckt. Jetzt kann er den Single Leg Takedown holen. Und Hartev arbeitet hier weiter. Jetzt hat Kimball aber den Arm vor dem Gesicht. Das ist normalerweise der Königsweg, um den Takedown hier zu verteidigen. Aber es kann natürlich auch sein, dass das jemanden mit so einer Power wie Hartev Moel einfach nicht interessiert, oder Max? Also er hält weiter hier an dem Single-Leg-Takedown fest und möchte Kimball hier werfen. Noch ist es ihm aber nicht ganz gelungen. Wir verharren hier weiter in der Kimball Position. Ist auf jeden Fall standfest, hält seine Balance. Ja, Kimball sagt, er hat einen Tieftreffer abbekommen. Shit happens.
Hatev sichtbar enttäuscht. Wird hier kurz vom Kampfrichter ermahnt. Während Jeremy Kimble hier Zeit bekommt, sich von diesem Tieftreffer zu erholen. So. Und jetzt kann es weitergehen. Hatev wird wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zeit wieder den Takedown suchen, aber oh! Gefährlicher Konter hier auch von Kimble. Ja, da holt schon mal den Headlock. Ja. Geht dann raus. Ja, ich glaube, aber ich meine, er ist nur am Verteidigen, das muss man halt auch sagen. Uff, oh, okay. Harte Overhand. Jetzt hat er mal. Ja. Also das ist genau die Overhand, die ich vorhin meinte, die so krachend ist von Jeremy Kimble. Aber auch Hatev kommt das hier gut. Ja, läppische Hände. Ja. Also Hatev zermürbt Kimble hier weiterhin. Hat noch 2 Minuten Zeit auf der Uhr. Aber Hatev muss hier mehr aus dieser Situation machen. Er hat seinen Gegner hier festgepinnt, der Takedown gelingt nicht. Und auch der Referee holt die beiden hier wieder in die Mitte zurück. Das ist natürlich bitter für Hatev, der jetzt seine gute Position hier aufgeben muss. Und gibt auch Jeremy Kimble wieder die Möglichkeit, hier was draus zu machen. Oh, Calfkick von Hatev. Der ist schon spritzig, dieser ja. Kimball. Ja. Er macht nicht viele Aktionen, aber die Aktion, die er macht, zieht er mit 100%iger Intensität durch. Hatev arbeitet weiter mit der Führhand. Beide tauschen eine kurze Boxkombination aus. Oh, da wird's aber knapp hier. Und Hatev versucht es nochmal mit dem Clinch bzw. mit dem Takedown. Geht hier zum Single, presst ihn. Und die Fans signalisieren schon, dass ihnen das überhaupt nicht gefällt, was sie hier sehen. Ja, für Hatev ist das nicht leicht. Er bringt normalerweise Gegner in einem Zug zu Boden. Aber das spricht natürlich auch für die Takedown-Defense hier von Jeremy Kimble. Er ist einfach ein erfahrener Mann, dem macht so schnell keiner was vor. Und auch hier geht der Referee wieder dazwischen und holt die beiden auseinander. Sagt zu Hatev, hey, hör mal, du musst die Aktion bringen, wenn du im Clinch arbeitest. Er möchte da fast noch eine Diskussion starten, aber das ist nicht die Aufgabe des Referees. Hatevs Ecke ruft ihm hier zu, er soll einen Level Change machen. Oh, er muss aufpassen, die rechte Hand ist immer aufgeladen. Vom Uff. Oh, Schlagabtausch hier vom Bein. Oh. Wow. Und Kimble schaut in einer Seelenruhe auf die Videoleinwand und schaut sich das Ganze nochmal aus der Vogelperspektive an. Headlock. Headlock wieder, aber Hatev kommt raus. Gut gemacht hier. Unangenehm. Er läuft von alleine wieder an die Cagewand. Einfach nur, damit er dann sich für den Brawl ready machen kann. Und was er hat, ist auf jeden Fall Tempo, weil der ist echt explosiv. Ja, ja, das ist ungewöhnlich tatsächlich. Also ich denke mal, Kimble wartet an der Käfigwand. Hey. Kimble wartet an der Käfigwand, möchte, dass Hatev auf ihn zustürmt, um dann einfach seine Bomben loszulassen. Aber Hatev verkürzt die Distanz sehr schnell, landet dann im Clinch, aber auch da konnte er nicht viel draus machen. Also es wird interessant jetzt in der zweiten Runde. Und auch hier gibt es Instruktionen von Manager Ivan Djakovic und Coach Babak Nejad. Und hier sehen wir nochmal die besten Momente der Runde im Replay. Da sehen wir nochmal, wie Hatev zu Beginn nach vorne stürmt. Und dieser rechte Overhand oder dieser rechte Haken von Kimble, den er mal aufzieht. Wobei ich auch sagen muss, zum Ende der Runde haben die beiden echt schöne Boxkombinationen rausgeholt. Waren auch wirklich etwas spielerisch. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was die beiden da gezeigt haben. Es wird auf jeden Fall ganz entscheidend sein, wer die bessere Kondition hat, um sein Ding zu pressen. Ja. Und die Buchmacher haben Moel hier mit 1:4 gegen 2:7 vorne. Wird der Mundschutz nochmal gecheckt. Das passiert auch nicht allzu oft, dass Hatev Moel in seinen Kämpfen in die zweite Runde muss. Signalisiert Kimball hier wieder mit. Oh, und er ist weiter hier im Vorwärtsgang. Es ist immer heftig, wenn man mal live dabei ist, wenn Heavyweights spielen. Ja. Das kann ich euch da draußen auf jeden Fall sagen. Oh.
Stark gemacht hier von Hartev. Und wenn er jetzt in der Oberlage ist, das ist natürlich seine bevorzugte Position. Hier kann er Schaden machen. Und jetzt ist er wieder im Stand. Oh, Abkick von Kimball. Das ist super gefährlich, aber jetzt ist er an den Beinen vorbei. Das heißt, die Beine sind schon mal die erste Gefahr. Und jetzt arbeitet er sich hier in die Kruzifix-Position ein. Was ist da gerade passiert? Innerhalb kürzester Zeit hat da ein Bombenhagel stattgefunden und Jeremy Kimball ist am Ende. Wow! Holy moly! Wow! Wieder mal absolut dominante Performance hier von Hartev. Boss Moel. Hier sehen wir noch mal die Treffer, die er im Stand gelandet hat. Dann kommt hier dieser schöne Takedown. Gab es eine Flugstunde für Jeremy Kimball. Und wenn Hartev seinen Gegner erstmal am Boden hat, trotz Abkick, ist dann nichts mehr zu machen. Boah, die Knie zum Körper, die waren auch wirklich sehr gut. Aber Kimball lag da auch nur noch und hat nichts mehr gemacht. Fighters in the middle. Ladies and gentlemen, we know who's the winner. After 1:04 of the second round by TKO, winner coming from the blue corner, Hartev, the boss, Moel. Kommst du mit dazu? Hey, herzlichen Glückwunsch erstmal. Hartev, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem zweiten Sieg. Frankfurt! Danke euch! Es ist super für dich gelaufen, dein zweiter Kampf bei Octagon und dein zweiter Sieg. Was war dein ursprünglicher Plan, als du hier reingekommen bist? Bald stehen hier am Tag zweimal mit Babak, Ivan Ipolay, mein Manager Ivan. Let him drink water. Yeah. Nimm einen Schluck, nimm einen Schluck. Just give the guy the mic. Ich will etwas sagen auf Persisch. Im Bordemann, bei der Tamadum Iran. Und bei der Doktor, die Kabelkjobin Iran, die Kabelkjobin Iran, der Amijanga. زن زندگی آزادی مهتو امینی Also Hartev, noch eine letzte Frage für dich. Du hast jetzt echt was hingelegt im Schwergewicht bei Octagon. Worauf hast du als nächstes Bock? Ich bin nächster Champion bei Octagon. Oh, also Titelkampf für Hartev Moel. Was sagt ihr dazu? Das Ticket gehört mir. Ich bin Champ. Ich bin Boss. Also, he says, he's going to be the next Octagon Heavyweight Champion. The next thing for him is going to be the fight for the title. This is what he's aiming for. He doesn't care who he's going to fight. So this is Hartev, the boss, Moel. Herzlichen Glückwunsch, Hartev. Danke dir.
rasierende Atmosphäre. Ein absolutes Spektakel, was es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Die deutsche Mission von Octagon MMA geht weiter. Nach zwei ausverkauften Events in Frankfurt und der Aufstellung eines Besucherrekords für MMA-Turniere zieht Octagon in die nächste Stadt. In die bayerische Metropole München. In den Audi Dome. Auch diesmal werden die größten Stars von Octagon MMA nicht fehlen. Elite-Kämpfer aus Deutschland. Und junge Talente aus ganz Europa. Am 11.02. im Audi Dome München. Tickets im Vorverkauf bei Ticketmaster.de.